Hallo alle zusammen. Wie geht's euch? Hoffentlich alles gut. Heute erkläre ich Lektion 12, Schritt 10. Lupe und Einrichtung. Bitte, hör zu. Lektion 12. Okay, nochmal. Der Fernseher, das Sofa, das Bücherregal, der Esstisch, die Stehlampe, der Kühlschrank, der Schreibtisch, das Bett, die Stehlampe, die Stühle, die Mikrowelle, der Kleiderschrank, der Tisch, der Computer, der Geschirrspüler, der Kühlschrank. Wo sind die Möbel? Welche Sitze? Das Sofa steht im Wohnzimmer. Das ist zum Beispiel. Okay, pass auf. Der Kühlschrank steht in der Küche. Das ist da die. Okay, pass auf. Zum Beispiel, die Stühle stehen auf dem Balkon. Okay, pass auf. Der Computer steht im Arbeitszimmer. Der Teppich liegt im Flur. Okay. Okay. Bei Stücke zu Hause, was passt zusammen, ordne zu. Der Teppich liegt unter dem Tisch. Der Schrank steht neben dem Bett. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Der Fernseher steht im Bücherregal. Das Sofa steht neben der Stehlampe. Bitte alle hört zu. Lektion 12, Übung 18. Bild A. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Bild D. Das Sofa steht neben der Stehlampe. Okay, das ist sehr gut. Die Präpositionen in, auf, unter
und neben plus Dativ. Die Präpositionen in, auf und daneben machen Dativ. Okay, zum Beispiel in Antworten auf die Frage, wo stehen die Präpositionen in, auf, unter und neben mit Dativ. Okay, was bedeutet in dem bedeutet in. Okay. Die Fragewort wo und die Präpositionen in, auf, unter, neben machen Dativ. Okay, im Maskulin, im, auf dem, unter dem, neben dem. Im Neutral, im, auf dem, unter dem, neben dem, dieselbe. Okay, und im Feminin, in der, auf der, unter der, neben der. Wähle die richtige Antwort auf. Ich sitze in, auf, unter dem roten Stuhl. Auf dem roten Stuhl. In, neben, auf dem Land ist das Wetter schön. Auf dem Land ist das Wetter schön. Das Kind sitzt unter, im, neben seinen Eltern. Neben seinen Eltern. Wo ist das Bücherregal? Es ist neben, unter, in dem Bett. Neben dem Bett. Wo ist der Kohle? Da liegt er in dem, unter dem Stuhl. Unter dem Stuhl. Okay. Hier ist Plural. Das Bad. Plural, die Bäder. Der Tisch, die Tische. Der Teppich, die Teppiche. Der Stuhl, die Stühle. Der Schrank, die Schränke. Die Lampe, die Lampen. Das Bett, die Betten. Das Putschen, die Putschen. Das Sofa, die Sofas. Verständnis. Wo kann man anziehen? Im Schlafzimmer. Wo wäschest du dich? Im Bad. Wo sonnt Sarah dich? Auf dem Parken. Wo kann man essen? In der Küche. Wo steht das Sofa? Im Wohnzimmer. Wo liegt der Teppich? Unter dem Tisch. Das ist genug für heute und vielen Dank.